Fintory. Hey ho Leute, was geht? Heute probieren wir Folgendes aus, und zwar iStatMenu. Dieses kleine Programm oder Tweak integriert sich ziemlich praktisch in die Statusleiste eures Macs und ist jetzt in der fünften Version erschienen und soll sich an das Design von Yosemite schon mal anpassen. Mich freut sowas, dass man schon im Vorfeld das macht. Ihr kennt vielleicht zufällig die Firma WhatsApp, die iOS 7 dann ein halbes Jahr später im Januar erst auf das Design gebracht hat, als so circa der letzte, und an sich ein ziemlich großes Unternehmen ist, wo viele User hat. Das finde ich ziemlich blöd, sowas, und das finde ich natürlich gut, dass die das hier jetzt schon machen, dass die jetzt schon dabei sind. Und ich mache jetzt einfach mal alles an, und jetzt seht ihr, da oben ist die komplette Leiste voll. So, richtig cool. Und wir gehen das jetzt mal kurz alles durch. Also ihr könnt euch eine Testversion runterladen, das habe ich jetzt gemacht, und dann mal austesten, ob es euch gefällt. Ihr könnt generell sagen, ob ihr das quasi farbig haben wollt, in verschiedenen Farbtönen, oder wie ich, einfach schwarz oder weiß. Ich finde weiß ganz schön. Ihr könnt dann aber natürlich auch das andersrum machen. Das sieht noch schöner aus, finde ich. Das sieht dann nämlich wieder schlicht aus, so wie der Rest davon. Man kann natürlich auch das Ganze noch, ja, also man kann hier ziemlich viel rumspielen, das ist ziemlich cool. Schauen wir hier gerade mal noch durch. Hier kann man natürlich auch Update Frequency auf Fast stellen, aber ihr wisst ja, dass das Gesamte dann auch Strom braucht. Also bei einem MacBook zum Beispiel ist es nicht ganz so cool und braucht dann ziemlich viel Strom im Hintergrund, wenn ihr sowas auf Dauer laufen lasst. So. Gehen wir die einzelnen Punkte noch kurz durch. Prozessor und Grafikkarte sollen da angezeigt werden. Da ist die CPU. Und ihr seht, das ist jetzt hier gerade meistens inaktiv. Und hier wird echt sehr viel, eingeblendet. Und auch sehr, sehr gut finde ich das natürlich, dass hier unten die Aktivitätsanzeige zum Beispiel gleich drin ist. Oder mal gleich ins Einstellungsmenü kommt. Ihr könnt natürlich auch hier jeden Kern einzeln anzeigen lassen. So, dann der Arbeitsspeicher, der RAM, den könnt ihr hier auch anzeigen lassen, auch ganz cool. Disk ist, wie voll die Festplatte ist, schätze ich mal. Machen wir mal nochmal kurz rein, ja, die SSD, okay. Hier kann man natürlich auch noch einiges andere anzeigen. Ja, man kann jetzt natürlich auch Netzwerkfestplatten oder sowas ein. Das habe ich natürlich jetzt nicht. Sensors, also wie hoch die Temperatur ist. Das dürfte das hier sein. Ja, okay, 77 Grad ist natürlich schon sehr okay. Das finde ich immer ein bisschen krass, aber okay, wenn der das meint. Man kann hier selber natürlich auch noch das Gebläse einstellen und finde ich aber nicht gut, sowas rumzuspielen. Da könnt ihr Dateien irgendwo verändern, die ihr gar nicht verändern wolltet, und bisschen blöd. Hier kann man auch ein bisschen, kann man verschiedene Styles benutzen für eure Batterieanzeige. An sich finde ich das so hier sogar besser. Das hat jetzt halt mehr Style, das gehört halt so Yosemite dazu. Und drum jetzt hier, das ist natürlich ein bisschen unnötig, wenn man das so sieht. Mit CMD gedrückt halten und so könnt ihr das hier oben verschieben. Also CMD gedrückt halten und dann rumschieben, könnt ihr das an einen anderen Ort bringen. Das finde ich jetzt zum Beispiel auch schwachsinnig, aber es zeigt halt mehr an. Es zeigt auch an, Gesundheitszustand 100%. Meine Güte, ihr könnt auch selber irgendwie das reinschreiben. Das ist natürlich das, was ich richtig beeindruckend finde. Ihr könnt selber hier ziemlich viel verändern, wenn ihr das wollt. Manche wollen es halt. Ihr könntet dann natürlich auch eine zweite Uhr reinmachen. Dann habt ihr
zum Beispiel zwei Zeiten. Jetzt bei Yosemite könnt ihr natürlich hier auch, das war auch möglich, eine zweite Uhrzeit einfügen, hier eine Weltzeituhr. Und dann könnt ihr auch kurz hier sagen, ah, in Cupertino hat es jetzt halt nachts um 13:30 jetzt dann ungefähr. So, und jetzt, das wären die zwei Sachen, die ich wahrscheinlich noch benutzen würde. Denn dann sehe ich bei, egal was ich jetzt mache, wenn ich wirklich dran arbeite, ah, okay, der Computer wird so und so viel ausgelastet und weiß dann, was ich, ja, ob ich dann irgendwas drosseln muss oder ob ich sagen muss, hey, ich mache da irgendwelche Programme zu. Finde ich auch hier ganz gut. Apps mit erheblichem Energieverbrauch. Da wisst ihr dann selber, ja, hier jetzt auch von den Prozessen her, welches Programm hier wirklich reinzieht oder was viel braucht. Safari ist hier manchmal im Hintergrund. Das finde ich auch spannend, was er hier anzeigt. Er zeigt ziemlich viel an und sehr viele, sehr viel Information, was man sagen. Es ist mehr als andere irgendwie Anzeigen. Ihr werdet auch in Aktivitätsanzeigen, glaube ich, nicht so viel rauslesen können. Und es ist halt hier auch verständlich erklärt. Das ist natürlich nochmal ein Vorteil. Und ich finde es ganz gut. Ich finde das Coole generell daran ist einfach, dass man jetzt schon am Start ist, für Yosemite Design Updates reinzubringen. Man sieht es auch, ist ein bisschen flacher geworden. Generell, wenn ihr sagt, es interessiert euch, dann solltet ihr einfach mal auf die Seite von denen gehen. Und die haben auch andere Apps noch am Start. Zum Beispiel kann man hier auch seine Leistungsmerkmale auf seinem iPhone anzeigen lassen. Ist natürlich wahrscheinlich auch ganz praktisch, wenn man ja unterwegs ist und dann der Computer rendert was durch oder so. Und dann weiß man halt Bescheid, wie es läuft oder so. Weiß nicht, da gibt es halt Anwenderbeispiele, die kenne ich jetzt nicht wirklich. Finde es aber ziemlich gut gemacht. Freut mich, dass es das gibt. Und wenn ihr es kaufen wollt, kostet $16 oder als Update für $10, falls ihr die davorgehende Version schon habt. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich kann es empfehlen. Muss man einem aber gefallen. Mir gefällt es meistens nicht so vom Style her, weil es für mich zu überladen ist. Ich finde es aber prinzipiell ein richtig gutes Tweak.